Hallöchen ihr Lieben, wir möchten heute zusammen ein Goodiebag basteln, aber nicht so ein typisches fertiges Goodiebag, sondern ich möchte euch nur das Grundgerüst zeigen, das Verzieren und Verschönern und so weiter. Zeige ich euch mal alles in anderen Videos, was ich da so für Ideen habe und euch einfach Inspirationen liefere, was so möglich ist. Wer die Videos kennt, mit diesem zum Beispiel, mit diesem. Was sind Goodiebags? Goodiebags kann man zum einen als Gutscheintasche nehmen. Das hier zum Beispiel, habe einen wundervollen Geburtstag, könnte man einen schönen Gutschein reinmachen, eine Amazon-Karte, eine was weiß ich, von was es alles Gutscheine gibt. Macht mal rein, hat man ein schönes Geschenk, was man so geben kann. Goodiebags wird unter Bastlern gerne verschenkt und zwar so als Art Ü-Post. Da kommen verschiedene Sachen rein. Empfehlenswert ist es natürlich bei so einem Goodiebag, dass man selbstgemachte Sachen reinmacht. Tags. Irgendwelche mit dem Fotofuse gemachten Schüttelkarten. Irgendwelche, was gibt es denn noch alles? Papierblumen, Papierrosetten. Es gibt, ja, alles. Embellishments allgemein. Sowas könnte man verschenken als Bastler. Es wird aber auch viel so mit Aufklebern und dieses ganze typische Ü-Post-mäßig benutzen auch viele dafür. So, das ist ein Goodiebag. Man kann es für alles eigentlich nehmen. So, was benötigt ihr? Ihr braucht eventuell ein Schneidegerät. Habt ihr kein Schneidegerät, nehmt ihr eine ganz normale Schere. Ihr braucht Briefumschläge. Diese sollten natürlich zu eurem Motivpapier passen. Ich habe jetzt mal hier bunte Umschläge hingelegt. Ich habe Kraftpapierumschläge hingelegt. Ich habe heute mal Sekundenkleber. Ich brauche aber noch einen Printstift, eine Klebemaus. Ich habe hier so Klettverschlusspunkte. Auch hier sind wieder zig Möglichkeiten möglich. Ja, Klettverschlusspunkte. Man könnte das Ganze mit Magnet machen. Man könnte das Ganze mit einer Banderole machen. Man könnte mit Brads machen, man könnte das mit irgendwelchen Gummibändern, dass man das irgendwie zusammenhält. Tausende Möglichkeiten. Ich mache es heute mit diesen Verschlusspunkten und Motivpapier. Ich habe mich heute für das Mix and Match Romantic Summer entschieden. Das zum Beispiel gibt es im Action, wer das nicht kennt. Der ganze Block ist da 1,99 Euro. Also da kann man auch mal was verschneiden. Ne? Wenn man so vielleicht Anfänger ist, ist das nicht ganz so dramatisch. Und da ich mich auch zurzeit so ein bisschen in der Muttertagskategorie mit Basteln befinde, Muttertagskarten und so weiter, dachte ich mir, ich mache heute mal so eine Art Muttertags-Goodiebag, was ich natürlich nicht fertigstellen werde. So, ich habe mich für dieses Papier entschieden, einfach weil ich das schön finde. Diese kleinen Herzchen. So, bevor ihr anfangt, guckt ihr, was für Umschläge passen zu meinem Goodiebag, also zu meinem Motivpapier. Nehme ich jetzt gelb, würde überhaupt nicht passen, oder? Nehme ich rot, rosa, würde passen. Ich habe mir jetzt so gedacht, okay, ich nehme das Kraft. Passt recht gut, weil das hier an der Seite auch so ein bisschen so gewischt ist. Deswegen nehme ich heute Kraftumschläge. Bevor ich überhaupt anfange, mache ich mir die Umschläge erstmal zu. Ich achte darauf, dass ich auch wirklich hier so an dem Rand entlang gehe. Einfach damit mein Umschlag nachher auch sehr schön aufgeht. Also ich gehe jetzt hier einmal leicht rum und einmal leicht hier rum. Und mache das Ganze zu. Lass es natürlich ein bisschen trocknen und mache das auch bei meinen anderen Umschlägen. Wie viele Umschläge ihr nehmt, müsst ihr natürlich wissen. Wenn ihr nur einen ganz normalen Gutschein verschenken wollt, dann reicht auch ein Umschlag sozusagen. Dann lässt sich zwar nicht so schön auffächern, aber es geht auch. Möchtet ihr natürlich das Ganze übertreiben, dann nehmt ihr halt 10 Umschläge. So. Wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr natürlich jetzt auch wieder die Umschläge. Ich hoffe, die halten jetzt schon. Ich mache es halt gerne auch immer mal mit dieser Klebemaus, weil es dann einfach bombenfest ist. So, ich empfehle den Umschlag, den habt ihr jetzt so vor euch liegen, nicht hier oben abzuschneiden, sondern unten, sozusagen den Boden von dem Umschlag. Wenn ihr natürlich ein Goodiebag basteln möchtet, was so gehen soll, was mehr in die Tiefe geht, ne? Dann müsst ihr natürlich die Seite auch schneiden. Also nehme ich mir jetzt das Ganze und schneide mir das hier unten einmal auf. Entweder mit meinem Schneidebrett oder eben mit meiner Schere
Und ich guck mal, ob ich das jetzt schaffe. Wenn ihr kleinere Goodiebags basteln möchtet, dann halbiert ihr zum Beispiel den Umschlag. Ja, da müsst ihr halt eine Seite mehr zukleben, aber das soll ja nicht das Problem sein. So, jetzt habt ihr das. Und wenn ihr das habt, geht es erstmal ans Zusammenkleben. Ich mache so, so. Und so, genau. So, kontrolliert nochmal, ob ihr auch wirklich oben alles offen habt. Ja. Jetzt nehme ich meine Klebemaus. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr nur in der Mitte klebt, weil es muss sich fächern und an der Seite muss es auch aufgehen. Möchtet ihr zum Beispiel ein Goodiebag basteln, was an den Seiten auch ein bisschen glänzt, Washi-Tape, Glitzersteine, dann würde ich das jetzt schon empfehlen, einfach weil es in diesem Zustand leichter zu machen ist. Man könnte es natürlich auch nachträglich machen, ist aber dann eine Fuckelarbeit. So, jetzt nehmt ihr das und macht euch einfach hier in der Mitte so ein Kreuz, zum Beispiel mit der Klebemaus oder je nachdem. Hier machen wir nochmal ein bisschen, dass es zu bleibt. Und dann klebt ihr den Umschlag drauf. Der nächste kommt. Bleibt dran, hängt die Klebemaus. Das ist nicht so toll. Ist mir heute das erste Mal passiert. Ist mir noch nie passiert. Den zweiten drauf. Und die Nummer 3. So, jetzt hätte ich meinen Fächer. Ihr könnt das auch mit Flüssigkleber machen oder so. Dann müsst ihr das Ganze halt etwas länger trocknen lassen. So, jetzt komme ich zu meiner äußeren Hülle. Jetzt müsst ihr bedenken, wie ihr das Ganze klappt. Das heißt ja, also das heißt, ich brauche das Ganze jetzt so und von oben runter. Und hier seht ihr schon, wenn ich das so klappen würde, wäre das total falsch. Das heißt, ich muss mein Motivpapier so hinlegen. Jetzt muss ich mal falsch, jetzt habe ich gerade falsch gedacht. So, das wäre so falsch. Also muss ich es einmal drehen. So ist es richtig. Genau. Hier müsst ihr darauf achten, dass auch wieder die offene Seite nach oben zeigt. So, ihr testet, guckt. Ah, das passt. Also wenn ihr es umschlagt, das passt. Und hier oben passt es auch. Na, also immer testen, ob das Papier richtig rumliegt, weil sonst habt ihr ein verkehrtes Goodiebag. So, ich nehme jetzt auch noch ein Falzbein dazu. Ich teste jetzt einfach mal. Der Umschlag hier an der Seite muss bündig sein. Da brauche ich nichts groß schneiden. Jetzt überlege ich mir, wie viel brauche ich, dass mein Briefumschlag bedeckt ist. So, teste ich gleich. Das ist okay. Da wölbt sich auch nichts. Dann gucke ich noch mal, wenn ich das jetzt so habe. Ja, das ist okay. Und jetzt mache ich das einfach einmal umknicken. Kann auch mit meinem Falzbein lang gehen. So, dann ist das ja meine Verschlusstasche. Und die kann jetzt auch erstmal einfach so umgeknickt werden, es sei denn, ihr möchtet sie nun mal einfach so lassen. Es gibt ja auch welche, die die schräg machen, es gibt welche, die die zackig machen oder so. Aber das sind alles wieder andere Beispiele. Heute zeige ich euch nur das Grundprinzip. Auch hier könntest du jetzt einfach das umknicken. Das machen wir jetzt auch, weil wir heute das ganz Einfache machen. Einfach einmal runter. Und mit dem Falzbein einmal feststreifen. Jetzt knicke ich, ja, jetzt sieht das erstmal so aus. Jetzt knicke ich das wieder auf. Meine Linien habe ich ja. Und entweder nimmst du jetzt dein
Schneidebrett oder du schneidest ganz einfach mit der Schere einmal hier durch, wie du das möchtest. Und ich nehme aber jetzt mein Schneidebrett, weil ich eine schöne gerade Kante haben möchte. So, jetzt teste ich nochmal. Hier habe ich ein kleines Überbringsel da. Das kann ich aber jetzt abschneiden. Jetzt gucke ich erstmal, ob das alles so passt. Ich werde das mittig machen. So und so. Und das so und so. Und das kann ich dann abschneiden. Genau. So, jetzt kannst du einmal hier komplett zukleben, weil das muss ja richtig schön hier dran fest sein. Das andere mache ich jetzt mit der anderen Seite. Hier ist dasselbe Spiel. Da habe ich mich vorhin beim Knicken ein bisschen vertan. Das passiert halt mal. Wenn man sieht, das passt nicht, dann kann man das sich so ein bisschen abschrägen zum Beispiel. So, das sieht dann so aus. Ihr seht, allein schon durch das Papier hat das extra Wirkung. Hier unten haben wir dieses Verfärbte, was das Papier halt ausmacht. Und ja, so, da hätten wir schon mal den Inhalt. Jetzt geht es ans Verschließen. Und da ich mich ja für diese Klettverschlusspunkte entschieden habe, mache ich die jetzt einfach dran. Drückt das richtig schön fest. Und jetzt müsste es eigentlich aufgehen. Und schon habe ich meine Klettverschlüsse. So, das ist das typische, normale Grundgerüst. Ihr seht, wenn ein Fehlerchen passiert, dann korrigiert man sich das einfach. Ich könnte jetzt hier mit dem Ecken runter oder mit der Schere noch rund schneiden. Ich hätte das hier rund machen können. So viel. Und manchmal ist es halt einfach so, weil man so schönes Motivpapier hat, braucht man das gar nicht mehr separat irgendwie zu dekorieren. Klar, hier kann so viel drauf, ausgestanztes Herz nochmal schön oder Mama oder so oder hinten drauf dekorieren. Das machen, ja, googelt einfach mal so nach Goodie Bag, da gibt es auch sehr, sehr schöne Beispiele und es macht Spaß. Man kann Papier basteln, viele wissen ja immer nicht, was sie mit diesem ganzen Motivpapier machen sollen und das ist so ein schönes Ding, was man halt machen kann und vor allen Dingen, sage ich auch immer wieder, Oma schenken gerne Geld oder so ihren Enkeln oder so, ne? Gerade auch ältere Frauen basteln ja auch gerne. Oder wenn man der besten Freundin was schenken möchte oder wenn man der besten Freundin, sagen wir mal, einen Brief schreibt oder so, da ist das eine schöne Idee, das Ganze zu verschenken. Hier kann da was reingemacht werden und dann hat man, ja, wie gesagt, das Ganze kann dann so aussehen. In verschiedenen Varianten mit Glitzersteinchen, mit zusätzlicher Dekoration. Das waren jetzt mal so erste Versuche. Hier nochmal das Ganze mit so, mit diesem Glossy Essence, heißt da glaube ich, diesen Lack, sage ich jetzt einfach mal, verziert. Hier kann man Sachen dran baumeln lassen und. Also so viel ist möglich und es wird in nächster Zeit Anleitungen geben, wo ich euch einfach Inspiration gebe. Und das war heute mal so mein Grundgerüst, was ich euch halt hier so zeigen wollte. Weil viele das halt nicht wussten, wie das funktioniert. So, meine Guten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch ein bisschen geholfen. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr mir das Ganze in den Kommentaren vielleicht mitteilt oder mit einem Däumchen nach oben. Und dann verabschiede ich mich für heute, wünsche euch einen super tollen Tag
und dann bis bald, eure Katrin.